Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen aus unserem neuen Kinderzimmer. Das Video hier hat eigentlich gar nichts mit dem Kinderzimmer zu tun, aber es ist gerade fertig geworden, deshalb habe ich gedacht, ich begrüße euch direkt von hier. Das Room Makeover geht ungefähr in einer Woche online, aber in diesem Video hier geht es erstmal um komplett was anderes und zwar um ein neues Videoformat, das ich euch in diesem Video hier einmal vorstellen möchte. Auf Instagram habe ich es schon angeteasert. Genau, Mommy Blog Kitchen wird neu aufgelegt. Gab es ja schon mal, war aber komplett anders. Und ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, so ein ganzes Sonntagsvideo einfach mal für die Vorstellung und die erste Folge zu nutzen, weil sich einfach diese neuen Mommy Blog Kitchen Videos komplett von meinen klassischen Mommy Blog Videos unterscheiden. Und ich glaube, ihr würdet euch wundern, wenn ich nächsten Mittwoch, da soll das immer online gehen, das Mommy Blog Kitchen Format, es einfach posten würde, ohne irgendwas dazu zu erklären. Also geplant ist, dass sonntags immer meine klassischen Mommy Blog Videos bleiben sollen und zusätzlich aber jeden Mittwoch ein Mommy Blog Kitchen Video raus soll. Das erste Mommy Blog Kitchen Video werdet ihr also gleich sehen. Ich bin super gespannt, wie ihr es findet. Und ich werde unter allen Kommentaren unseren kompletten, unendlichen Speiseplan verlosen. Das bedeutet, ich verlose wirklich alle Rezeptkartensets, die es schon im Mommy Blog Shop gibt. Darunter alle Mommy Blog Rezeptkarten sowie alle Rezeptkarten der Mommy Blog X Friends Edition. Und zusätzlich noch unseren wöchentlichen Essensplaner als Abreißblock, damit ihr auch wirklich dann mit dem neuen Konzept auch direkt starten könnt und euch nie wieder fragen müsst, was ihr heute kochen sollt. Also, wer das komplette Set gewinnen mag, der kommentiert einfach unter diesem Video mit seinem allereinfachsten Lieblingskinderrezept. Ich finde, das passt ganz gut. Das Gewinnspiel läuft eine Woche, also am Sonntag lose ich den Gewinner aus und der Gewinner wird unter diesem Video hier bekannt gegeben. Allen, die mitmachen, wünsche ich ganz viel Glück. Also, erstmal ganz kurz, was ist neu an dem Mommy Blog Kitchen Format? Also, der Name sagt es ja schon, es wird um Ideen gehen und um Anregungen für die Kinder- und Familienküche. Mommy Blog konform natürlich alles besonders einfach, besonders schnell, praktisch und alltagstauglich. Allerdings zeigen wir jetzt nicht einfach nur die Rezepte, sondern wir machen eben so ein schönes kleines Filmchen draus. Also das ist im Prinzip das Besondere. Auch Kinder sollen das interessant finden und Appetit drauf kriegen und es nachmachen wollen. Und wir wollen es deshalb auch thematisch so ein bisschen kindgerechter machen, nette Namen für die Gerichte reinbringen, die die Kinder dann hoffentlich wirklich auch toll finden. Inhaltlich wird es also pro Video jeweils wirklich nur um eine einfache Idee gehen oder um ein geniales Rezept fürs Abendessen. Mal was Süßes, mal was zum Snacken, mal was Gesundes und so weiter. Also für jeden was dabei. Aber wir nehmen uns mehr Zeit als sonst zum Zeigen der einzelnen Schritte. Also so, dass man jetzt nicht ausdrucken oder mitschreiben muss oder so, um das Ganze direkt in der Küche selbst umzusetzen. Sondern, dass man es wirklich im Kopf behält und ganz unkompliziert wirklich einfach nachmachen kann. Zur Sicherheit gibt es dann am Ende eines jeden Videos natürlich auch dann nochmal trotzdem die Rezeptkarte zum Screenshotten. Dann hat man es nochmal auf dem Handy. So kann man es nochmal einmal nachlesen. Genau, und dann gibt es noch eine kleine Besonderheit. Und zwar sollen die Videos ohne Ton online gehen. Das heißt also mit thematisch passender Musik, aber eben ohne erklärende Sprache. Also ihr erinnert euch vielleicht, ich bin früher auch ohne Ton ausgekommen und eigentlich finde ich die Grundidee super, weil ich persönlich jetzt, ich schließe mal von mir auf andere, ich schaue halt YouTube-Videos sehr gerne auch mal ohne Ton in so irgendeiner Mama-Wartezeit oder so, in der man es vielleicht leise sein muss. Und da finde ich es halt immer sehr, sehr praktisch, wenn Videos schon in diesem Zustand gedreht wurden, also dass sie praktisch nonverbal ausgelegt sind. Ja, genau. Also im Prinzip ist das so ein bisschen angepasst und so ein bisschen zugeschnitten auf diesen hektischen Familienalltag und vor allem halt alltagspraktisch, weil man direkt alles unkompliziert für sich mitnehmen kann und das halt direkt umsetzen kann. Sehr lange Rede. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie ihr es findet und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen.
いただきます. Das war es auch schon wieder beim Mami-Blog. Wie gesagt, jeden Mittwoch geht das jetzt zum Mami-Blog-Kitchen-Video online, wenn euch das Format gefällt. Meine klassischen Mami-Blog-Videos, die bleiben auf den Sonntagen, also die Kitchen-Videos kommen zusätzlich. Und das nächste Mami-Blog-Kitchen startet auch schon diese Woche. Das heißt, ich sage tschüss und hoffentlich bis Mittwoch.